Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Code Vein mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und das ist quasi gerade nachdem wir erwacht sind aus irgendeinem Schlaf und uns an nichts erinnern können, was quasi einfach die Ausrede dafür ist, dass uns alles erklärt werden kann. Ich kann nicht anders als langsam gehen. Aber danke. Sie fühlt sich an, als wäre sie der Spieler in einer Escort-Mission. So, komm schon, lauf ein bisschen. Jetzt muss ich wieder auf dich warten. Aber hey. Cutscene Time. It seems everyone everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. It's all right. It's all right. So, it is you. Here, this is for you. A new spring and a fresh source of labor. We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. Whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. Na, wenn das mal nicht an das den Anfang von God Eater 3 erinnert. So, what happened to your masks? Welche Masken? About those too, have you? I'll tell you whatever you want to know, but first, go back there and put on a purifier mask. Okay. Kein Problem. So, jetzt können wir noch ein bisschen alles so erfahren über die Welt und so. Like the folks upstairs want you. Well, they can wait, can't they? More importantly, that mask suits you. Dankeschön, habe sie selbst ausgewählt. Without those things, we revenants
So, what do you want to know? So, was ist das für ein Ort? According to the folks up there, it's a place to keep laborers who gather blood beads. More concisely, it's a slave pen. Nicht so nice. Was ist denn ein Wiedergänger? A human that died but got kicked awake again. That's what you are. A revenant. As long as your heart is intact, you'll keep coming back. But you have to drink blood of the lost. It's ironic. Creatures made to fight the horrors of the great collapse now have to fight their own fallen kin. Tja, das ist unsere Ausrede für Unsterblichkeit in diesem Spiel. Was habe ich vergessen? Das ist so eine komische Frage. Was habe ich vergessen? Als ob er mich in- und auswendig kennen würde. Each time we die, we lose some part of our memory, be it big or small. It's usually nothing important. You don't even notice you've forgotten. Well, your case is a little rare, I guess. Und das ist sowohl die Erklärung, warum wir quasi unsere Experience Points verlieren, wenn wir sterben, aber auch der Grund, warum dieses Spiel von außen her ziemlich edgy erscheinen wird und es auch ist. Aber mehr als ein blutiges Actionspiel ist, sondern eher auch ein bisschen eine Tragödie, wie wir dann später feststellen werden. Wir sind die Verlorenen. Our heart is destroyed, we turn to ash. But the lost don't care if they're left with no heart. Still, it takes them a while to come back, which makes them like us revenants. Was ist das für eine Maske? In this place is something in it that speeds up the bloodthirst. We call it miasma. The mask helps filter it out. Mistle purifies the air nearby. But it's been drying up lately, just like the blood springs. Be careful where you take off your mask, unless you want to join the lost. Anscheinend sind die Masken, die roten Teile, die ihr da seht, an der Maske dran, die sind anscheinend auch gefüllt mit unserem eigenen Blut, was helfen soll, das Ganze zu filtrieren. Aber naja, es ist ja auch mehr so eine Fantasy Science. Was sind Blutperlen? Humans are scarce after the great collapse and all. Folks like us don't get blood, but there's something we can use in its place. Blood beads. I don't know why such a lucky thing came along, but they started appearing after the Queen frenzied and was taken down. There are some who believe that there are tears, but it doesn't matter much to us where they come from. Die Königin ist auch ein Charakter, den ihr am besten im Kopf behalten solltet. Die Vernichtung der Königin ist vor einer langen Zeit passiert, aber naja, es schlägt Wellen bis in die Gegenwart. Mistel ist eine Art Pflanze, die purifiziert Miasma und es sicher macht. Es ist einer der Erfolge von Project Queen. Even if it withers, it can be brought back with medicine made from the Queen's blood. There's no hope of that now. If activated missile turned up somewhere, it'd be a big help in exploration. Ja, ja. Und was können wir wohl mit unserem Blut machen? There's no way we're gonna find blood beads. The missile's all dried up and the miasma keeps getting thicker. Telling us to look for blood beads here is just crazy. Das ist ein Grund, warum das sie Wiedergänger Pessimist genannt wird. Are you going to kill me too? Anything for a kick, right? Just don't crush my heart. Stop already. My body may still be alive, but my soul died long ago. No one could stay sane after dying again and again and again and again. Don't take my memories. My family. I have nothing left. Der hat die gleiche Rüstung ausgewählt wie ich, nur in der männlichen Variante. Alle Sklaven haben, glaube ich. Wandering, they say, the folks up there. They might live in safety. But because of their levy, we have to risk our necks to collect blood beads.
Just you wait. One day, I'm gonna make thralls out of the whole lot. Ja, in der Welt gibt's Sklaverei, damit muss man halt einfach leben. The view never improves, does it? He came back home after the war against the Queen and found this mist. Getting close to it causes enough pain to drive you mad, so no one has ever crossed it. There's nowhere to go home to, even outside of this prison. Tja, das ist der rote Nebel hier, der die ganze Stadt umgibt. Und du hast deine Maske abgelegt, was anscheinend keine gute Idee ist. Also warum tust du es dann? Ich frage mich, wie lange wir dem zusehen können. Das schauen wir jetzt einfach mal, wie der so versucht, das letzte bisschen aus einer Blueperle rauszuholen. Mich beim ersten Durchspielen gar nicht angesprochen. Ah, okay, das war's dann auch schon. Okay. Na dann. Dann gehen wir halt hoch. Beginnen quasi Blueperlen zu sammeln. Für unsere Meister? Herren? Bosse? Genau, Wiedergängerverwandlung. Wiedergänger werden wahrscheinlich. Also ich hätte. The miasma is pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's. You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. So. Auch etwas, was also ein schöner Unterschied, wie wir jetzt hier gerade sehen, vom Dark Souls ist, wir haben Partner mit dabei. Wie jetzt hier zum Beispiel unser Bro Oliver. So, und genau hier haben wir die Misteln. Bei denen könnten wir jetzt einfach ausruhen. Bringt jetzt gerade nicht viel, weil wir halt nichts haben. Wir haben keinen anderen Ort zum
hin teleportieren. Wir haben keine Gegenstände. Und wir haben keinen Dunst, wie es hier genannt wird, um Stufenaufstiege oder Talente zu erwerben. Also geht's weiter. Einfach normal weiter. Genau, Kämpfer ist ausgerüstet und wir haben auch schon unsere erste Waffe. Ein Rohr. Oder ein Stück Zement. Das ist auch das, was ich benutzen werde. Ja, hier vorne. Ja, Smash. So, genau. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel bei an dem hier hey, Talente benutzen, aber wir können ihn auch einfach so niederprügeln. Das Stück Metall hier, also ein Stück Zement am Metall, reicht dafür vollkommen aus. Das sind ja noch die einfachsten, genau. Die Regeneration, wie man es halt kennt aus Spielen, Heiltränke, die sich an den Misteln halt wieder regenerieren. Aber in so einem Spiel hier ist das natürlich einfach die natürliche Fähigkeit, sich zu heilen, die halt ein Vampir so mit sich bringt. Das sind wir hier schließlich praktisch, unsterbliche Vampire. Hey, eine schwere Axt? Das ist doch mal eine andere Waffe. Genau, ist schon um einiges besser als das, was wir haben. Und sieht doch auch schon anständiger aus. Ist natürlich... Das könnte man jetzt aber auch zeigen. Hier steht man, es benötigt eine Stärke-Skalierung von C. Was wir nur mit Ranger hätten wir das auch noch, aber Kämpfer ist da eindeutig besser mit B+. Und ist, naja, mit Abstand die beste Waffe, die wir im Moment benutzen können. So, jetzt haben wir Hammer und Axt. Obwohl die Äxte zählen auch als Hämmer. Also sie gehören der gleichen Waffenklasse an. Also. Hab nicht zu viele Freude. Genau, ich könnte auch noch sagen, es gibt jetzt halt eine leichte Combo, das was ich meistens benutzt habe. Gibt aber auch schwere Angriffe und richtig schwere Angriffe. Also aufgeladene schwere Angriffe. So, ein Haufen Gegenstände, die wir. Es lohnt sich alles einzusammeln. Genau, das will ich jetzt selbst lesen. Deine Fokusleiste füllt sich, wenn du getroffen wirst oder Angriffen ausweist. Ist sie voll, ist die Ausdauer aufgefrischt und du bist fokussiert. Du gerätst seltener ins Wanken und kannst Gegner leichter ins Wanken bringen. Du kannst Gegner in die Luft katapultieren und einen Entzugsangriff ausführen. Okay, das wusste ich gar nicht. Oh wow, ich habe sogar noch die mittlere. Entschuldigung. Das ist. Ich will das schnell ein bisschen Icor sammeln. Und dann meinen Bro Oliver retten. Oh, haben schon drei Talente gemeistert. Genau, das ist jetzt auch noch etwas Wichtiges, das man zeigen kann. Außerdem, gib mir mal, was immer hier drin ist. Ein Bajonett der Verlorenen. Genau, das könnte ich jetzt hier mit dem Bajonett genau zeigen. Jetzt haben wir die Fähigkeiten hier gemeistert. Und meistern heißt eigentlich nur, dass wir jetzt die Fähigkeiten, die wir vom Kämpfer haben, auf den Ranger übernehmen können. Also wir können jetzt hier im Ranger auch den Lebensschub einbauen. Und so stellt man sich eigentlich seine Builds zusammen. Indem man Fähigkeiten bestimmter Klassen meistert und sie in andere Klassen überträgt oder halt in der gewünschten Klasse, welche die gewünschten Skalierungen hat, diese dann benutzt. Also wir können jetzt hier schön das Bajonett hineinbauen.
Und sagen wir jetzt hier einfach mal, ja, gib mir den Dreifachschlag. Nur von Großschwertern und Hämmer ausführbar, also bringt es nichts mit dem Bajonett, aber mit der Axt könnte man es jetzt wieder machen. Und wir können hier auch, wir können den Angriffsschub einbauen. Das Ding ist halt einfach, er benötigt Stärke B, was wir mit dem Ranger nicht haben, also ist es für uns nicht nutzbar. Aber jetzt haben wir doch schon mal zwei anständige, also ich sag anständige Waffen, aber... Das Bajonett ist so eine... Ziemlich gut. We should find some blood beads and go back for her quick. Ja, machen wir, Oliver. Nachdem wir alles eingesammelt haben. So, jetzt haben wir zum Beispiel auch schnelles Ausweichen. Was ziemlich gut ist für Bajonets, weil jeder Schuss benutzt I-Core und das willst du aufladen mit Angriffen. Ich bin mir selbst noch nicht hundertprozentig sicher, was für eine Klasse ich dann schlussendlich spielen werde, weil es gibt halt alles Mögliche. Es gibt Bajonettschützen, Magier, es gibt die üblichen Geschicklichkeitsbuilds, genauso wie es halt auch Stärkebuilds gibt. Man kann Quality versuchen, Assassine wäre eine Möglichkeit, also auch hauptsächlich auf Backstabs und Konter spezialisierte, aber ja, das schauen wir dann noch. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine faulige Mistel. Die, an der kann man nicht rasten, aber mit der kann man die Karte aufdecken. Und die Karte ist außerdem eines der Feature, die ich richtig mag an dem Spiel. Bringt jetzt halt nicht mehr so viel, weil ich die meisten Karten noch relativ frisch im Kopf habe. Aber es ist einfach, man sieht nicht wirklich, wo man ist. Diese Misteln, welche die Karten öffnen, sind meistens entweder versteckt an einem Seitenweg oder am Ende des Abschnitts, den man freischalten kann. Und dann kann man quasi die Karte öffnen. Man sieht die Punkte, das ist einfach dort, wo wir entlang gelaufen sind. Und das lädt quasi dazu ein, dass man jetzt sagen kann, hey, ich habe die Karte freigeschaltet und dort gibt es noch einen Ecken, der mir angezeigt wird, den ich nicht kenne. Und den ich nicht lang gelaufen bin. Vielleicht liegt da noch etwas. Oder ich will vorwärts machen und es interessiert mich nicht. Beides legitim. So. Genau. Und jetzt haben wir einen neuen Blutschleier. Blutschleier, das wäre jetzt zum Beispiel hier die Ogre, die Klaue, die wir hier haben. Mit der wir auch Angriffe machen können. Und das wäre jetzt der neue blaue Hunde. Erhöht hauptsächlich das Geschick. Während das hier ziemlich gut ist für Magie. Das ist für Magiefähigkeiten und Bajonets. Rüsten wir es mal schnell auf. Dann seht ihr, wir haben ja auch sofort quasi die Kleidung oben geändert. Und man ändert auch den Angriff. Jetzt haben wir nette Hunde hier. Anstatt die Klaue. Haben aber natürlich auch ein Gewicht, das man nicht vergessen sollte. Die Hunde sind jetzt aber zum Beispiel leichter. Was ich gerade nicht gedacht hätte, aber hey, ich nehm's. So. Dann können wir den Weg zurück öffnen. Zur schönen Mistel. Und dann würde ich sagen, ja, warte mal. Wir können jetzt hier zum Beispiel, genau, das kann ich noch schnell zeigen. Jetzt hier genau, wie man Fähigkeiten kauft. Das ist... Die haben wir schon, die sind wir jetzt am Trainieren. Wir könnten jetzt zum Beispiel noch das Giftzeichen kaufen, statt deine aktuelle Waffe zeitweise mit dem Gifteffekt aus. Also wir vergiften Gegner damit, wenn wir damit zuschlagen. Wow, wer hätte das gedacht? Oder der Beutesucher. Suche nach nicht eingesammelten Gegenständen innerhalb eines gewissen Radiuses. Also quasi ein Itemradar. Und das gleiche gibt es natürlich auch hier. Reduziert die verbrauchte Ausdauer, während du fokussiert bist. Und ein Schutz gegen Blutangriffe. Die müssen wir jetzt nochmal neu kaufen. Dankeschön, Tutorial, dass du uns das nicht gerade einfach so gibst. Das wäre der Feuerball, den wir vorher mal konnten. Und halt der dunkle Impuls, damit im fokussierten Modus halt
Sachen wie der Feuerball mehr Schaden machen. Ich glaube nicht, dass ich ein Magierbild bauen werde, weil das dann doch etwas sehr Spezielles ist und sich erst am Ende auszahlt. Aber etwas, was ich zum Beispiel mir vorstellen kann, ist, dass Gift nützlich sein könnte, für was ich vorhabe. Und der Beutesucher ist generell einfach eine nette Fähigkeit zu haben. Kostet nicht viel und wenn man sich nicht sicher ist, ob man was verpasst hat, kann man ihn gut mal einbauen. Also bauen wir ihn ein. Hier machen wir noch die Giftwaffe rein und hier unten noch den Schallpfeil. Gut, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ah, seht ihr jetzt zum Beispiel, auf der Karte haben wir auch, sieht man auch Gegenstände, die wir nicht eingesammelt haben. Oh, ja, und weil wir gerastet haben, sind hier wieder Gegner. War ja klar. Genau, nehmen wir sie mal mit den Hunden auseinander. Nein. Pfui. So. Hier hinten hat es noch eine antike Münze. Die werden auch auf der Karte angezeigt, solange du oder ein Kompane sie quasi mal im Blickwinkel hatten. Genauso wie zum Beispiel die Truhe hier hinten. Also auch einfach ein nettes Feature, was du vielleicht, wenn man der Spieler es vielleicht übersehen hat, aber der Charakter hätte es eigentlich gesehen, wird es auch auf der Karte markiert. Gut, ich würde dann aber sagen, jetzt ist der Part wirklich vorbei. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.